Borussia Dortmund wappnet sich für 2009, denn da feiert der Club 100-jähriges Jubiläum. In der Kirche Heilige Dreifaltigkeit in unmittelbarer Nähe zum Borsigplatz stellten die Verantwortlichen das Programm bis zum 19. Dezember 2009 vor, das den Freunden der Borussia jeden Monat mindestens ein exklusives Highlight bietet. Und das, nachdem der Verein jahrelang kurz vor dem finanziellen Kollaps stand. Es ist in der Tat so, dass es Nächte gab, in denen ich nicht geglaubt habe, dass wir 100 Jahre alt werden können mit Borussia Dortmund. Aber wir haben sehr viele zupackende Hände gehabt und wir konnten uns auf viele verlassen. Und alle Borussen haben wie eine Wand hinter dem Verein gestanden. Und das alles erst hat es möglich gemacht, dass wir heute darüber kein Wort mehr verlieren müssen eigentlich. Für die sportliche Leitung ist das Jubiläumsjahr nicht nur ein Anlass zur Freude. Jürgen Klopp steht in 2009 nochmal unter einem ganz besonderen Druck. Ja, also wirklich ein Zufall, aber ein glücklicher Zufall dann doch, dass ich in dem Moment, wo Borussia Dortmund 100 Jahre alt wird, dann hier Trainer bin. Ist natürlich wirklich deutlich besser als bei der 87-Jahr-Feier, so, sagen wir mal so. Und dementsprechend wollen wir einfach versuchen, im nächsten Jahr dafür zu sorgen, dass unsere sportliche Leistung keinen Schatten auf diese Feierlichkeiten wirft. Ich glaube, dann wäre allen schon mal gedient. Die Wunschliste der Fans ist lang. Die erneute und vielleicht diesmal etwas erfolgreichere Teilnahme am internationalen Geschäft steht dabei natürlich ganz oben. Klopp und Raubal geben sich da wesentlich bescheidener. Nee, grundsätzlich, wenn man Geburtstag hat, wird man ja beschenkt. Ja. Wir warten mal noch, weil wir so bisher kann man nicht irgendwas geschenkt bekommen zu haben. Dann gucken wir mal. Also, das ist klar. Ich würde sagen, der realistischste aller möglichen Titel wäre dann vielleicht doch, dass wir irgendwie im Pokalfinale, dass wir es dann nochmal auf ein neues versuchen könnten. Aber da müssen wir natürlich zuallererst mal am 28. Januar irgendwie versuchen, Werder Bremen zu schlagen, was nicht so einfach ist. Und ja, das wäre das, was wir auf jeden Fall versuchen werden. Ansonsten geht es natürlich für uns darum, wie gesagt, dass wir im Sommer, wenn die Saison zu Ende ist, dass wir dann einfach einen Platz erzielt haben, der in der 100-jährigen Geschichte nicht völlig bedeutungslos ist. Dass Borussia Dortmund weiterhin bodenständig bleibt, dass sie den Ansprüchen gerecht wird, die wir uns selbst stellen und dass wir uns sportlich kontinuierlich weiterentwickeln und auf dem Wege möglichst immer nur kurzfristig Halt machen. Reviersport, die Sportzeitung.